Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, da die Zusammenfassung über die 12 Menschen in den Briefen des Apostel Paulus gefunden habe ich da diese Datei bei Enstay. Hier ist der Hauptlink. Ja. So, da ist der ganze Artikel. Ich habe das hier einfach auseinandergenommen und Zusätze aus anderen Artikeln hinzugefügt. Also, der alte Mensch ist ein abstrakter Ausdruck, der den moralisch verderbten Zustand des gefallenen Geschlechts unter Adam beschreibt. Dann, der neue Mensch ist die neue moralische Ordnung der Vollkommenheit in dem Geschlecht der neuen Schöpfung unter Christus. Drittens, der erste Mensch ist der natürliche und irdische Zustand des Menschengeschlechts unter Adam. Dann der nächste Punkt, der zweite Mensch ist die geistliche Ordnung der Menschen im Geschlecht der neuen Schöpfung unter Christus. Im Weiteren, der äußere Mensch ist der menschliche Körper. Der innere Mensch ist der Geist und die Seele des Menschen. Der natürliche Mensch ist eine verlorene Person ohne Neugeburt. Der geistliche Mensch ist ein Gläubiger, aus dem Geist geboren, versiegelt mit dem Geist, geleitet durch den Geist. Der fleischliche Mensch ist ein Mensch, der durch das Fleisch geleitet wird. Der erwachsene Mensch ist ein reifer Christ. Ein elender Mensch ist ein Gläubiger, dem Befreiung fehlt. Ein Mensch in Christus ist ein Gläubiger, der seine Stellung in Christus und praktische Befreiung in seiner Seele kennt. Und das sind dann immer die fettgedruckten, die Links, ich klicke jetzt einmal einen an, und dann kommt der Artikel dazu. So, gehen wir wieder zurück. Das ist also die Zusammenfassung über die 12 Menschen in den Briefen des Paulus von Enstay. Im Herrn wünsche ich euch weiterhin frohes Wort Gottes.